So Leute, was geht ab? Ich dachte, wir machen heute ein relativ großes Crystal Opening. Ich habe auch Geschenkkristalle drin. Damit fangen wir gleich mal an. Die habe ich heute Nacht am 24. aufgemacht. Also die habe ich einfach dann nach Silvester. Nach Silvester. Die habe ich mir einfach gegönnt. So nach Heiligabend, so mit der Familie. Und ja, ich habe dazwischen noch ganz viele andere aufgemacht, die lade ich euch aber nicht alle hoch, weil es halt immer, man tauscht halt mit der Allianz, um natürlich den Allianz-Score so weit wie oben zu halten. Deswegen kann ich auch dieses Jahr nicht mit euch tauschen oder habe ich nicht mit euch getauscht, weil ich quasi alles in die eigene Allianz stecken sollte. Und ja, das hier sind jetzt einfach mal 5 Stück, wo ich an Heiligabend aufgemacht habe, besser gesagt in der Nacht. Und danach werde ich vom Angebot vom 25., also das ist jetzt quasi heute, gab es natürlich Angebote, um Units aufzufüllen. Und da habe ich auch nochmal zugeschlagen. Dadurch haben wir dann nachher nochmal ein Opening für 5-Sterne-Champions und ein 6-Sterne-Crystal ist auch dabei. Gleichzeitig gab es heute, jetzt noch vorher, ein Reward, wo alle Leute, also alle, wo so und so weit in dem und dem Event sind, irgendwas Spezielles gekriegt haben. Da habe ich ein 5-Sterne Awakening Gem gekriegt, also so ein Juwel. Den werden wir noch benutzen. Und dann hatte ich noch ein anderes Crystal Opening, in dem ich auch nochmal so einen gekriegt habe. Das waren 10 Kristalle. Die sind aber sonst wirklich relativ nicht so gut gewesen. Deswegen lade ich euch das nicht hoch, weil sonst wird dieses Video viel zu lang und ich will nicht jeden Tag irgendein Opening-Video reinhauen. Deswegen habe ich nachher 2 5-Sterne-Awakening-Gem-Juwelen, die wir aufmachen werden zusammen. Das war jetzt der letzte Crystal von diesen 5. Und jetzt seht ihr schon, ich habe mich selbst gespoilert und die von euch schlau sind eventuell auch. Seht ihr da oben diese 1? Die ist aufgeploppt. Und diese 1 kann nur eins bedeuten, Leute. Und zwar, dass ich ein neues Profilbild habe. Ein neues Profilbild bedeutet Kang oder Thanos. Ich wusste nur noch nicht, wer von beiden und wie viele Sterne, aber die 1 hat mir schon gesagt, ich kriege einen Champion. Gleichzeitig habt ihr auch gesehen, er kommt als erstes. Das heißt, wir haben es hier geschafft, ein 4-Sterne-Kang rauszuziehen. Seit 3 Jahren versuchen wir den jetzt schon zu bekommen. Hat mich eigentlich ziemlich gefreut. Und ja, ich habe einen gekriegt. So, jetzt kommen wir zu dem. Also, das ist wahrscheinlich der krasseste Hauptpreis, den ich jetzt gezogen habe heute. Allerdings, jetzt werden wir da noch. Ich weiß gar nicht, wie wir es aufmachen. Wir machen, glaube ich, erst die 4 5-Sterne-Champions auf und danach die 2 Awakening-Gems für 5-Sterne-Champions, die ich besitze. Was haltet ihr davon? Ich denke, das ist okay so, oder? Kurz mal Lautstärke checken, nicht, dass es zu laut ist. Und, oh, jetzt hat man fast die falschen geholt. Wir holen uns natürlich diese hier. Unser Ziel wäre eine Wasp. So viel kann ich euch sagen. Also zumindest wäre das so mein Ziel. Oder eine Ghost. Und 6 Sterne machen wir auch noch einen auf. Also 6 Sterne würde ich natürlich die Ghost auch nehmen. Oder allgemein was Cooles wäre, den 6 Sterne wäre cool. Eigentlich ziemlich krass jetzt schon wieder, wie viele wir aufmachen können. Und da haben wir einen 5 Sterne Cyclops gekriegt. Das ist nicht das erste Mal, wo ich den kriege, wenn ich mich nicht täusche. Nein, das ist das vierte Mal, wo ich ihn kriege. Da freue ich mich. Aber ich habe in letzter Zeit viele gute Pulls gemacht, deswegen akzeptiere ich auch so einen Cyclops, solange jetzt hier sonst auch etwas Schönes drin ist. Ja, also hier drin allgemein Killmonger, ne, Morningstar, Iceman Duplikat, Wasp. Ja, und auch ein paar andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Domino Duplikat natürlich auch. Quark will ich jetzt nicht unbedingt, den habe ich jetzt aber gesehen. Heimdall Dupli. Ghost! Ghost, Leute! Nice! Das ist geil! Das ist geil! Richtig gutes Opening heute am Start, Leute. Jetzt wollen wir die Ghost erweckt haben. Oder natürlich nach wie vor die Wasp sehen. Heute läuft's, oder in letzter Zeit läuft's allgemein wieder. Das ist super. Also ihr findet es wahrscheinlich so aus der Routine raus nicht so super. Aber jetzt kann ich natürlich auch diesen ganzen Ghost-Leuten endlich ein
Spotlight machen, weil die ganze Zeit auch Leute kommen mit, sie wollen ein Ghost Spotlight. Das ermöglicht mir das jetzt zumindest mal. Und Yellow Jacket ist der falsche Forschungschampion. Der war auch schon erweckt. Ja, der war safe schon erweckt. Ja, den habe ich jetzt auch schon zum vierten Mal bekommen. Und der letzte 5 Sterne spinnt, aber wir haben schon eine Ghost bekommen. Wir haben unseren Hauptpreis hier schon rausgezogen. Und alles, was jetzt noch so richtig krass wäre, wäre eigentlich ein Bonus, aber ich kann schon zufrieden sein mit der Ghost. Und mal gucken, ob wir es noch schaffen, die Wasp zu bekommen. Würden sich sicher viele drüber freuen, aber ich bin nicht so der Blade-Fan. Ich habe ihn eh schon erweckt. Deswegen kein schlechter Pull, paar Signatures für ihn. Weil ich habe da nicht wirklich bis jetzt welche reingesteckt. 5 Stück. Jetzt hat er aber Signature 45. Wäre für den einen oder anderen wären das gute Pulls. Für mich sind sie auf jeden Fall so durchschnittlich. Also, die Ghost ist natürlich Hammer. So. Den 6 Sterne machen wir zum Schluss. Jetzt machen wir die 5 Sterne Awakening Gems. Nach wie vor, wie gesagt, da habe ich einen aus einem Geschenkkristall gekriegt. Also auch ultra niedrige Drop-Chance, da habe ich mich auch ziemlich drüber gefreut. Den hat mein Bruder geöffnet. Und jetzt kommen noch, und dann haben wir heute noch einen als Reward gekriegt. Da gab es eine E-Mail, wo drin stand, wer was das kriegt. Und ich habe irgendwie nur gelesen, wenn man, glaube ich, in irgendeinem Kapitel das und das gemacht hat, dann kriegt man einen 5 Sterne Awakening Juwel Gem. Und hier ist eigentlich ganz klar, was wir wollen. Wir wollen kosmisch. Ich denke sogar beide kosmisch. Ein Talent wäre auch nicht schlecht. Und ja, wenn wir eine Technologie kriegen. Ich habe eine Technologie eh gerade auf Vorrat. Oder sogar 2. Ich glaube nur ein. Aber wenn wir eine Technologie kriegen, da wird eh ziemlich sicher in die Ghost gehen. Und ja. Aber kosmisch wäre eigentlich das, was ich im ehesten wollen würde. Forschung ist nicht was ich brauche. Da habe ich schon einen. Also eher wirklich hier kosmisch und Talent sind hier, glaube ich, ziemlich outstanding, wo ich brauche. Ja! Da ist das Ding! Heute läuft's gut, Leute. Jetzt noch einen sicken 6-Sterne-Champion. Boah. Das läuft viel zu gut. Das läuft viel zu gut, Leute. So, jetzt vielleicht will ich das Spiel mich jetzt trollen und dann kriege ich jetzt hier auch nochmal eine Ghost. Wenn ich jetzt hier eine Ghost kriege, dann weiß ich nicht genau, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Was nicht heißt, ich möchte keine, ne? Also, wollen wir das richtig stellen. Ja, hier drin gibt es auch ein paar Charaktere, die ich gern hätte. Die West will ich tatsächlich als 5-Sterne-Champion, weil ich einfach noch ein Gem für Forschung habe, um einen Champion von 4 auf 5 zu bringen. Und deswegen bräuchte ich die Wasp als 5-Sterne-Champion und nicht als 6-Sterne-Champion. Und wir kriegen... Den habe ich zum ersten Mal gekriegt jetzt. Also wirklich, die 6-Sterne-Champions, die laufen bei mir gar nicht. Die laufen nicht. Die laufen wirklich nicht. Aber wir haben ihn jetzt. Beschweren kann ich mich weniger bei den ganzen Sachen, wo ich gekriegt habe. Und war eigentlich somit ein ziemlich erfolgreiches Opening. ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch gleich viel Erfolg und haut rein, Leute.